Oh ja. Hallo und Tag und schön, dass ihr da seid. Und willkommen zurück zu Trader Life Simulator 2. Und was ist hier los? Wieso gibt's hier eine Tür? Oha. Und hier ist jetzt eine Wand reingezogen worden, wo man den Spalt noch sieht. Aha. Also hat unser Schlafzimmer endlich... Was ist das für ein Wohnzimmer hier? Und hier dann die Küche oder was? Oder wie? Naja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trader Life Simulator. Wir müssen den Laden öffnen und wir müssen los. Und oh mein Gott, es gibt wieder jede Menge Updates. Und oh mein Gott, holy, ich bin so gespannt. Let's go, wir müssen zur Arbeit. So, Erwin Müller ist wieder on the road again. Hallo, Herr Officer. Ich grüße Sie. So, es soll jetzt wohl auch... Ich bin immer noch verwirrt, dass hier voll die mega neue Hood ist und so. Halt, stopp, moin! Quietsch! So, ich mach mal... Fick dich, Sammy. So, wir müssen erstmal Geld einnehmen. Ich komme da später drauf zurück. So. wir müssen weiterhin Geld einnehmen und wir müssen Essen trinken. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie war denn das nochmal? Genau, Player-Status, ja, okay. Achso, wir müssen duschen und Toilette, ne? Mach ich mal eben. So, warte. Guten Morgen, hallo, lalala. Schön, dass Sie da sind und uns beehren. Ich grüße Sie. So, und zwar soll es wohl laut dem Update gibt es jetzt wohl auch ein Toy, genau, ein Toy-Shop und ein Dekorationsshop. Das ist hier. Der Gaming-Laden ist übrigens ja auch gekommen, den haben wir ja schon kennengelernt. Hier soll wohl jetzt, da würde ich tatsächlich mal hinfahren. Einfach spaßeshalber, einfach mal gucken. Warte mal, welche Richtung ist das? Das ist Richtung Tankstelle oben. Okay, alles klar. Gut, let's go. So, das habe ich wohl gesehen, soll es wohl auch Toys geben und so. Und eine Roadmap wurde wohl auch veröffentlicht. Es soll wohl noch einiges dazukommen. Und naja, wir lassen uns mal überraschen. Wir müssen natürlich auch erstmal unser Business ausbauen. Yeah, yeah, unser Business. So, Gas 39, Oil 54. So. Also, sieht noch ganz gut aus. Mit unserem Auto. Schauen wir mal. So, wir müssen ja zusehen, dass wir auch ein bisschen Geld einnehmen demnächst wieder. Standen da vorher schon auch schon Autos. Moin. So, genau. Hier vorne kommt jetzt, glaube ich, der Gaming-Shop. Equipment, genau. Hier ist der Gaming-Shop gewesen. Der war ja auch neu. Den haben wir letztes Mal schon kennengelernt hier. Megastore. Und hier ist jetzt, glaube ich... Da war der Parkplatz, genau. Und hier ist jetzt, glaube ich, Dekoration. Coming soon. Decoration... Was? Decoration Shop. Ja? That's the new one. Aber hier steht coming soon. Der ist noch gar nicht offen. Was ist das denn? Achso, da kann man einfach so... Coming soon. Finde ich cool. Ah, oh, schöne Fliesen. Hm, hätte ich bei mir auch gerne. Ja, David, der wird wohl anscheinend... Ah ja, Daily Worker müssen wir noch bezahlen. Haben wir jetzt gemacht gerade. Einfach so. Der nimmt sich das einfach aus unserem Portemonnaie oder aus der Kasse einfach raus, die 100 Dollar. Ist gar kein Problem. So, ja, meine Frage, my question ist jetzt, der andere Shop, ist der denn schon offen hier? Fehlt hier noch was? Soll das hier so eine Einfahrt sein dann? Ich bin mir nicht sicher. Furniture ist da hinten. So, und hier ist dann, was ist das? Ach, coming soon. Okay, ich habe aber auch schon Bilder gesehen. Das ist, ja, sehr schön, wie ich finde. Das, ja. Dab, dab, da. Schneebidi, schnapp. Der Toy-Shop wird, glaube ich, großartig. Aber aktuell verlangen die das ja noch nicht. Na? Gott sei Dank. Wir sind ja mit dem anderen schon überfordert. Und was gab's denn da? Ach ja, da gab's, glaube ich, Klamotten, ne? Furniture war, glaube ich, hier so, Kühlschränke und so ein Kram alles, ne? Glaube ich, oder? War das Furniture? Ich meine ja, ne? Ja, New Furniture. Ja, genau, richtig. Da kriegen wir auch Kühlschränke und so. So, Megastore. Aber wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass wir Kohle einnehmen. Dass wir mit unserem Business ganz weit voraus sind. So, deswegen gehen wir jetzt erstmal nicht in Klamotten, Haushaltswaren, sondern wir müssen wieder ein bisschen shoppen gehen. Und, was ist das denn? Das war doch auch vorher nicht, oder? So einen will ich haben. Guten Tag.
Ich glaube, hier kommen gerade die Toys an. Deswegen. Die werden schon geliefert. Moin, ich grüße dich. So, was kommt? Oh, ist das Tiefkühlpizza? Nee, Pommes. Was kaufen wir denn mal ein? Irgendwas, was günstig ist. Kostet 18 Biscuit. Ah, was wollen die denn? Wir können ja mal gucken, was die wollen. Chicken. Cauliflower. Letouque. Was? Cherry Smoothie? Cherry Smoothie. Chop Rating immer noch bei 0. Cherry Smoothie. Wo haben wir den denn? Das ist Soße, Ketchup. Haben wir den Smoothie überhaupt hier? Oder gibt's den im Kühlregal? Cherry Smoothie. Den gibt's im Kühlregal. Den gibt's bei mir nicht. Coming soon. Hier. Hier kommen die Dings hin wahrscheinlich. Naja, was haben wir da? Cleaning Spray. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was bei uns aktuell Phase ist mit Einkaufen. Ich will jetzt auch nicht einfach blind einkaufen, deswegen würde ich erstmal noch einmal zum Shop fahren bei uns. Und einmal, wuhu, yeah! Und einmal gucken, was bei uns so auf Tasche ist. So. Dam, dam, dam. Was gekauft wird und was nicht. Also was wir noch da haben, um halt die Regale zu füllen. Wir müssen normalerweise von jedem Item immer etwas da haben. Ne? Irgendwann haben wir ja natürlich wahrscheinlich von jedem Item alles. Und müssen dann nur noch auffüllen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das hinkriegen, dass wir richtig Kohle machen. Was jetzt Sinn macht. Da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Einfahrt nicht verpasse. Hier. Wuhu. Tag, moin! Hallo Frankenstein. So. Fick dich, Sammy. So. Die Zahnpasta ist noch da, der Schwamm ist noch da, die Eier, die Chips sind noch da, das ist alles ganz toll, Tee wird ein bisschen gekauft, Kaffee, war doch Kaffee, oder? Ja, Kaffee, Cola haben wir, oh, von den großen Flaschen, die großen Cola-Flaschen, die müssen wir mal sorgen, ne? Sales, es ging dann weg, ja, Cola-Bottle ging ganz gut, eine Packung Eier, eine Packung Tee, eine Packung Kaffee. Ah, läuft nicht so gut, ne? Aber gut. Aufgeschissen. Ja, Entschuldigung. Ich bringe ihn ja schon weg. Entschuldigen Sie. Können Sie mal aus dem Weg gehen? Danke. Ich parke den ja schon woanders. So, ich parke das mal hier. Entschuldigung, dass der Firmenchef hier von Top Daily nicht sein Auto vor der Tür parken darf. Nur weil die Consumer hier der Meinung sind, die müssen hier einfach durch mein Auto laufen. Guten Tag aus der neuen Neighborhood. So. 348. Ich kaufe auf jeden Fall... Oh ja, Cola geht irgendwie immer. Ich glaube, ich kaufe mal noch mal ein bisschen große Cola-Bottle. Da gehe ich mal eben schnell einkaufen. Cola-Bottle, Cola-Bottle. Mal gucken, wie teuer die heute sind. Ja, ich würde das... Mal Spaß beiseite. Achso, ich habe ganz vergessen, die Kamera anzumachen. Ahaha. Mal Spaß beiseite. Ich bin gewollt. Was, ich bin hungrig? Oh ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Ich habe ganz vergessen zu essen und trinken. Nein, Spaß beiseite. Ich werde das bestimmt machen mit Sammy, aber nicht jetzt. Wir werden da erstmal ein bisschen drauf sparen. Alter. Aber es soll ja dann auch mehr Leute reinbringen, oder? War das nicht irgendwie so? So. Entschuldigung, da bin ich mal durch. Danke. Ich muss mal eben essen. Unser Fußbodenbrot, glaube ich, ist hier noch, ne? Ja. Eat. Und trinken. Dann würde ich hier auch nochmal eben was trinken. Waterbottle. Und essen. Was können wir denn hier essen? Eat. Eat. You are not hungry. Toll. Was sagen denn unsere Werte? Okay. Gut. Das sieht ganz gut aus. Wir haben 12 Uhr. So, Cola. Ich gehe Cola einkaufen. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang. Und los geht's. So. Auf geht's zum Shoppen. So. Nein, aber ich werde das mit Sammy auf jeden Fall machen. Gar keine Frage. Nur ich habe Angst, wenn wir den jetzt, ich glaube Zement war es, was er jetzt noch wollte, dass er kein Geld für Zement hat, dass er dann irgendwie ankommt, ja, ja, ich brauche aber noch für Schaufel brauche ich noch Geld, für eine Schubkarre brauche ich noch Geld.
Und vielleicht brauche ich auch noch dafür Geld, dass ich noch deine Arbeiter bezahlen muss. Weißt du? Bruder, geh einfach nach Hause und lösch dich. So, große Cola-Bottle hier. Ist teuer. Kaufe ich trotzdem 2 Stück. Oder 3. So. Was kaufe ich denn noch? Hatten wir Hundefutter haben wir, ne? Hier, Kaugummi ist hoher Preis. Tomaten, die ging auch ganz gut, ne? Kosten 25. Die ging auch ganz gut, 2 Stück würde ich mal nehmen. Eier haben wir da unten, Eier haben wir glaube ich noch. Was ist das? Nuts. These Nuts. Cheese Chips. Warte mal, wir können mal eben kurz gucken, was die gerne haben möchten. Milk, Spicy Fries, Milk Cookies. Jetzt kommen die schon an mit gekühlten Sachen. Haben wir alles nicht. Watermelon Drink. Berry Cookies, auch schön. Kosten nur 18. Alter, die kosten 32. Leck mich am. Und gut Preis. Leck mich fett, Alter, für Schokoladencookies. Willst mich verarschen? Oh ja, die Sandkekse, die gingen auch ganz gut, ne? Da würde ich vielleicht mal 2 kaufen. Und vielleicht hier von diesen Dings. Da. Warte. So. Vielleicht von denen auch nochmal ein. Und. Oh, Jenny. Oh, der Mac and Cheese, ne? Peanut Butter. Kaufen wir mal einmal. Gucken wir mal, wie das läuft. So, Abfahrt. Wir haben genug geshoppt. Wir müssen ja auch demnächst wieder irgendwie Stromrechnung bezahlen oder so, ne? Ich weiß gar nicht, wo die auf einmal herkommt. So, Freunde. Ach ja, das Leben ist schön. Erwin Müller. Ah, hier ist die Golden-Tankstelle. Hui! Die Hupe ist immer noch ein Traum. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wow, oh, oh, I'm the Tokyo Drifter. Woohoo. Ha, guck mal, wie gekonnt. Das war Können, war das. Ja, ich bin Driftweltmeister. So. Moin, hallo. Neue Ware kommt. Ich muss direkt mal einräumen. Huch. Entschuldigen Sie bitte. So. So, neue Ware in der Haus. Was haben wir hier? Was ist das? Das war Peanut Butter. Berry Cookie. Cola Bottle kommt hier hin. Cola Bottle kommt hier hin. Cola Bottle kommt dahin. Dann das. Nein. Das. Das. Und das. Das ist Kenneth Fruits, also Dosenfutter. Also hier Dosenfoods und Sandkacke. Und Sandkacke. Dann fangen wir damit doch mal an. Take from a box. Da sind die Dosenfrüchte. So, Sandkacke packe ich wieder da unten hin. Einigermaßen. So, warte. Jetzt kommt wieder der Monk. Düttum. Kaufen wir nicht. Haben sie nicht. Kaufen wir nicht. Beehren sie uns bald wieder. Tschüss. So, da sind die guten New York, die guten New York Sandkacke-Kekse. Ah, oh, wenn ich dran denke damals, wie hießen die nochmal? Softkacke. Hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, ne? Alter, diese Kekse mit diesem Gelee. Heute unvorstellbar, das zu essen. Früher so nom 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 nom. Weil ich die Schokolade echt mochte. Und dann habe ich es noch geschenkt bekommen immer. Boah, es war so eklig einfach. Softkacke, ja. Als wäre es gestern gewesen. So, wer kauft denn die Sandkacke, Mann? So, Regal fast voll. Warte, so. Und. Ja, warte. Da, da, da. Ja, gut, geht nicht anders. Muss man so machen. Gut, dann haben wir Cannon Fruit. Das kommt da hin. Kriege ich das da hinten noch rein in die Ecke? Ja, natürlich. So, warte. So. Beehren Sie uns bald wieder. Auch wenn wir es nicht hatten. Es kommt irgendwann rein. Gar kein Problem.
So. So. Da, 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 da. Ja, danke schön für den Einkauf, Mr. Erwin, Zwillingsbruder. So. Ach, ist das schön. Schön beruhigend. Das ist ein schön beruhigendes Spiel. So. Da, dann. Da, Alter, wir haben so viel Dosenfrüchte, ne? Oh, Eier sind weggegangen. Oh, Peanut Butter. Peanut Butter stelle ich mal hier oben hin. So, da. Oh, Hip-Hop, 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 oh, du bist top, Hip-Hop, ich sing Hip-Hop, du singst Hip-Hop, Alter, diese Musik. Ich Hip-Hop, du Hip-Hop, wir Hip-Hop, wir Hip-Hoppen, du Hip-Hops, lalala. Gut, Peanut Butter, Smoothie ist sie. Sie ist sehr Smoothie. Was haben wir hier? Ach, Berry Cookies. Eigentlich ist ja Süßwarenkram hier alles hier unten, aber hier ist so sehr, sehr voll gerade aktuell. Deswegen würde ich das vielleicht da einpacken. Aber Zahnpasta geht diesmal nicht so gut, ne? Das ist mal so, ich glaube, tagesabhängig, wie gut das geht. Da, 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 da. So, oh, da. Gut, nein, ja, manchmal übernimmt er das nicht so richtig gerade. Gucken, ob wir uns daran verkauft haben oder nicht. So, das ist mal weg. Okay, Cola Bottle. Fusi. Fusi, Fusi, Fusi. Aber natürlich, Cola Bottle kommt immer. Kommt immer gut. Ich finde super, dass man mit dem Auto hier drin stehen kann. Das macht einiges einfacher. So. Da, da. Die silberne, durchsichtige Cola. Was gibt's Schöneres? So. Da, da. Wir können natürlich nicht alle Wünsche. Wir können natürlich nicht alle Wünsche eingehen aktuell, aber das wird. Irgendwann wird das kommen. Da ist nicht das Problem. So. Zwei kriegen wir noch hier vorne hin. So, wie viele sind da noch drin? Drei Stück sind da noch drin. Holy shit. Okay, die drei stelle ich mal hier hin. Ich hoffe, die gehen da auch weg. Aber ich denke schon. Schade, dass die nicht zum Regal gehen. So wie bei Gasstation Simulator. Vielleicht spielen wir den auch nochmal. Habe ich ja gesagt, vielleicht. Ich habe den ja schon einmal komplett durchgespielt. Oder beziehungsweise, was heißt durchgespielt, aber bis zum gewissen Grad an Updates. Weil man upgradet ja seine Tankstelle da. Und vielleicht spielen wir das mal hier im Let's Play. Mal gucken. Müssen wir mal gucken. So, wir nehmen ein. Ich guck mal eben. Shop Rating 2%. Ja, ganz schön. So, Bottle Cola hatten wir ja. Dann Coffee, Tee. Hier waren wir, glaube ich. Eier. Sugar, Potato, Water Bottle. Eier. Okay, heute war wieder so ein Eiertag. Klingt komisch. Onion, Bananazerealien, Tomatenpaste, Peach, Outer Flakes. Ich würde ja gerne ein Regal kaufen, ne? Ein neues. Sondern irgendwie so ein, naja, vielleicht nicht Brotregal, vielleicht so ein Obstregal oder so. Wie viel will er eigentlich nochmal haben hier? Der Blödmann. 100. Wir. Wir. Du verduftest mit meiner Kohle. Ich heiße Erwin Müller. Oh, danke schön, Sir. Ja, ich komme zu deinem Shop und fange morgen an zu arbeiten. Versprochen. Ja, ja. Wir, wenn nicht. Wir, wenn nicht. Passt auch gut, ne? Warte mal. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Irgendwie schon cool, ne? So, nein, aber Spaß beiseite. Wir sind wieder hier beim Trader. Und ich pack mal eben aus. Mit meiner 360-Grad-Kopfkamera. So,
Oh. Warte. Na. Nein, nein, wir kommen jetzt nicht ran. Oh Gott. So, jetzt aber. Oh Gott, ich hänge. Nein, ich hänge mit dem Außenspiegel. Nein. 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 Oh mein Gott. Na, oh Gott, was habe ich getan? Fahr! Oh nein. Geh an die Seite. Ich kann mein Auto noch resetten. Ich dachte, man kann sein Auto resetten mit R. Das geht überhaupt nicht.